Am Wochenende sind die Paralympischen Spiele in Japan zu Ende gegangen. Und es waren wieder einmal sehr erfolgreiche Spieler für die Pararadsportler Denis Schindler und Michael Täuber. Denis Schindler aus Olching hat die Bronzemedaille gewonnen im 3000 Meter Verfolgungsrennen. Und Michael Täuber hat im Einzelzeitfahren ebenfalls eine Bronzemedaille gewonnen. Und für beide waren es sozusagen Medaillen in Fortsetzung ihrer Karriere, denn sie haben schon öfter paralympisches Edelmetall errungen. Für Denis Schindler ist es ihre vierte Medaille, die sie bei Paralympischen Spielen gewonnen hat. Die Ausnahmeathletin gehört seit nunmehr 11 Jahren zur absoluten Weltspitze. Mit 35 Jahren kann sie Erfolge bei Weltmeisterschaften, Weltcups und eben Paralympics vorweisen. Michael Täuber ist sogar der erfolgreichste Mann Deutschlands bei Paralympischen Sommerspielen. 5-mal Gold, 1-mal Silber und nun auch eine Bronzemedaille hat er schon gewonnen. Die Karriere von Michael Täuber erstreckt sich mittlerweile über 32 Jahre. Nach einem Verkehrsunfall ist Michael in komplett querschnittsgelähmt. Doch mit Zähigkeit und Willen wurde er zu einem der wenigen Profis im Pararadsport. Bei Weltmeisterschaften gewann er 20 Titel, wurde 6-mal Gesamtweltcupsieger und stellte 10 Weltrekorde auf. Auch wenn die Flamme der Paralympics 2020 erloschen ist, bei Denis Schindler und Michael Täuber brennt noch immer das Feuer für ihren Sport. Und mit Bronze dekoriert sind sie gerade erst zurückgekehrt aus Japan von den Paralympics. Und der Weg hat sie fast direkt ins Studio zur Sportarena geführt. Ich sage herzlich willkommen Denis Schindler und Michael Täuber und Beifall. Ehre dem Ehre gebührt. Glückwunsch. Schön. Und ja, ihr könnt gegenseitig klatschen. Wir müssen aber gleich mal aufklären, wir haben 2 Medaillengewinner. Aber nur eine Medaille da. Es ist die von Denis und uncharmanterweise fangen wir mit dir an. Michael, wo ist deine? Die ist beim Transfer vergessen worden. Nee, also liegt am Küchentisch leider. Okay. Weil wir gerade dabei sind und sich manch einer vielleicht später in der Sendung wundert, aufgrund der Erscheinung und des Kleidungsstils. Ja, ich gebe es zu, wir können es gleich mal laut sagen und man sieht es auch. Ich habe meine Schuhe vergessen, es ist so, und ihr habt die Lederhose an, weil wir vorher auch noch ein paar Aufnahmen gemacht haben für unsere Sendung. Wir sind Wiesen, die dann bald laufen wird. So viel schon mal in Eigenwerbung. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Es waren auf jeden Fall legendäre Szenen, die dann später zu sehen sein werden. Denis, Bronzemedaille gewonnen oder leider Gold oder Silber verloren? Jetzt im Nachhinein, wie ist die Betrachtung? Nee, absolut gewonnen. Also mein Ziel war unter 4 Minuten, das habe ich geschafft. Ich habe praktisch den vorherigen Weltrekord 2-mal unterboten. Und wenn dann andere noch schneller sind, dann muss man das akzeptieren. Aber meine Leistung war klasse. Ich konnte meine Bestzeit um 6 Sekunden verbessern. Und dann braucht man nicht traurig sein. Ich habe Bronze gewonnen, das kleine Finale für mich entschieden, ganz klar. Und dann war der Jubelschrei auch dementsprechend groß. Der war bis hier zu hören. Man hatte gedacht, dass der Fujiyama wackelt in Japan. Es war die erste Medaille gleich für die deutschen Athleten bei den Paralympics. Also du hast sozusagen die Dose aufgemacht und dann ging die Streuung da los. Du bist Weltrekord gefahren, dann nochmal Weltrekord gefahren. Um wie viel besser sind denn alle anderen geworden, auch du in dieser Zeit, jetzt bei diesen Paralympics? Ja, man sieht total, wo das Niveau ist. Das schraubt sich einfach unglaublich nach oben. Wir sind komplett im absoluten Elite-Leistungssport angekommen. Und ja, es ist schön, diese Entwicklung zu sehen. Und dementsprechend wird es auch härter und härter. Aber es ist toll, weil dann ist der Fight auch richtig hart und die Medaille eben wirklich auch was wert. Ich hätte gedacht, Michael hat die Bronze zu Hause gelassen, weil du hast schon 5-mal Gold. Und da habe ich erstmal gedacht, okay, alles, was drunter ist, das will er gar nicht mehr zeigen. Du selber hast aber auch gesagt, du bist das Rennen deines Lebens gefahren und es hat für Bronze gereicht. Ja, also ähnlich wie bei Denis. Man kennt ja als Radsportler sehr gut seine Leistungsdaten und weiß eigentlich genau, was kann ich, was ist möglich und was dann irgendwann auch nicht mehr. Und ja, ich bin noch mal etliche Watt stärker gefahren als in Rio. Also Watt ist sozusagen die Einheit, wie viel Leistung man da bringt. Ja. Und Rio habe ich mit 50 Sekunden Vorsprung gewonnen, diesmal mit 5 Sekunden Rückstand auf Gold Bronze geholt. Und ja, mit einer größeren Leistung, also so sieht man eben, wie der Sport sich wirklich sehr dynamisch entwickelt, Konkurrenz immer stärker wird und ja, da trotzdem noch Bronze bin ich eigentlich schon sehr glücklich. Im Vorfeld habe ich eigentlich gesagt, so 40% Chance auf eine Medaille, auf irgendeine und vielleicht 10% auf Gold und jetzt ist es tatsächlich eben die Bronze geworden und bin ich schon sehr zufrieden. Ihr seid ja noch in anderen Rennen gestartet. Da lief es dann nicht so. Da hat man auch so ein paar Zeilen gelesen, so, da warst du unzufrieden. Was ist schiefgelaufen dann in den anderen Wettbewerben?
Also bei mir war es so, im Einzelzeitfahren, da hatte ich nicht den Druck drauf. Ich konnte nicht das abliefern, was eigentlich ein paar Tage vorher noch ging. Das passiert. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Ich habe eigentlich gehofft, dass es im Straßenrennen noch mal klappt. War da schon sehr zuversichtlich. Aber man muss jetzt im Nachhinein noch ehrlich sagen, der Berg hätte dann halb so lang sein dürfen. Er war dann doch ein bisschen zu lang. In der ersten Runde dachte ich noch so, ja, das funktioniert. In der zweiten, dann in der entscheidenden Attacke, dachte ich mir so, ja, wird spannend. Ist immer der Gedanke bei mir, wenn ich schon aufs Radl steige, so nach dem Motto, nee, das wird heute nichts. Was war bei dir sozusagen dein Ausschlaggebend, dass du da nicht ganz vorn reingefahren bist? Also es waren ja noch zwei Rennen, die ich noch gefahren bin. Das war die Verfolgung, wo die Denise erfolgreich war. War für mich mehr so ein Rennen zum Warmfahren, ja, fast eine Vorbelastung eben für die Straße dann. Bisschen unter Wert, würde ich sagen, habe ich mich verkauft. Ich wollte eigentlich auch persönliche Bestleistungen wenigstens fahren, habe ich nicht ganz geschafft. Aber nichtsdestotrotz war es eine Finalplatzierung mit dem 8. Platz. Alles gut soweit. Ja. Und das Straßenrennen, ja, da hatte ich auch ein bisschen Probleme. Er hatte einen Sturz gleich am Anfang des Rennens. Ziemlich war sehr, sehr hektisch, dynamisch, hat extrem geregnet. Insofern war das halt gut, Missgeschick irgendwo auch und dann Sturz. Ja, dann bin ich eben 9 Kilometer im Feld gefahren und 70 Kilometer alleine. Das war dann nochmal ein Einzelzeitfahren, genau. Quasi. Und gut, am Ende bin ich dann hinter 20 oder was gewesen, Vierter in meiner eigenen Klasse, weil da waren drei Klassen, die gleichzeitig quasi in einer Wertung gefahren worden sind, die normalerweise mühsam auseinanderdividiert werden mit der Klassifizierung. Und von der Leistung her bin ich dann trotzdem irgendwo zufrieden. Meine Form war eigentlich die zwei Wochen ganz, ganz sehr, sehr gut. Und ja, Straßenrennen insofern in Ordnung auch. Also hier wurde auch in der Münchner Presse sehr ausführlich über die Paralympics berichtet. Ich weiß nicht, was ihr dort vor Ort mitbekommen habt und wie es für euch war. Denn Publikum war keins dabei. War es ein bisschen Geisterstimmung? Eigentlich für uns gar nicht, oder Michael? Wie hast du es empfunden? Also ich fand, es war wirklich trotzdem toll. Wir haben uns ja als Athleten darauf eingelassen. Du reist ja dahin. Wir wussten ja, was auf uns zukommt. Man hat ja keine Ränge erwartet, die voll sind. Aber man hat schon eigentlich so ein bisschen gespürt, dass alle Athleten es jetzt endlich wollen. Wir wollen an die Startlinie. Und diese Freude hat so überwogen. Also ich fand es einfach klasse von der Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Naja. bei mir gingen ja die Spiele mit einem ganz besonderen Einsatz los. Ich war ja Fahnenträger der deutschen Mannschaft und durfte... Zu Recht, weil die Leistung auch gewürdigt wird, die du in den Jahren zuvor gebracht hast. Ja. Und so, insofern hatte ich natürlich schon einfach ein super Erlebnis, emotionales Erlebnis, dass ich die Mannschaft ins Stadion führen durfte. Und da hat die Mannschaft auch schon Stimmung gemacht in den Katakomben mit Fangesängen und so weiter. Also von der Seite her waren das schon die ersten Gänsehautmomente. Und dann tatsächlich ins Stadion reinzutreten, ins gleißende Licht. Also das war schon was ganz Besonderes. Und bei den Wettkämpfen, eben, wie sie Denise gerade gesagt hat, wir haben uns auf das Spielchen eingelassen. Wir sind alle, denke ich, zu 99,9% die Sportler glücklich, dass die Spiele stattfinden konnten. Und die Leistungen waren toll, die gezeigt worden sind. Man hat sich gegenseitig angefeuert, die Nationen haben sich gegenseitig angefeuert, die Volunteers waren mit im Spiel und so. Also es war trotzdem eine tolle Stimmung. Aber andererseits kann man es nicht wegdiskutieren, dass es mit Zuschauern natürlich noch schöner gewesen wäre. So, jetzt stellt sich noch die entscheidende Frage, die ich jetzt wirklich geschickt formulieren muss. Bei Denise, da können es ja natürlich noch Jahrzehnte weitergehen, du bist ja noch jung. Bei Michi, glaube ich, da sind mittlerweile von den Konkurrenten die Fragen, die an die Trainer und alle in Deutschland herangetragen werden, muss der denn immer wieder kommen? Geht es weiter oder ist jetzt so eine Art Zeit, die sich irgendwann mal schließt? Meine, du bist, wir können es sagen, über 50, ja. Da ist dann vielleicht irgendwann auch mal so ein Punkt, wo du sagst, es langt. Könnte sein, ja. Aber bei mir ist es noch nicht ganz so weit. Also mir macht der Sport nach wie vor sehr viel Spaß. Ich sehe mich als Lebenssportler. Ich habe auch schon viele andere Sachen gemacht, neben dem Radsport. Und 5 Sekunden Rückstand auf einen Paralympicsieger, muss ich sagen, eigentlich weniger, als ich gedacht habe. Also ich bin immer noch in der Weltspitze, in der absoluten Weltspitze. Und deswegen werde ich mal nächstes Jahr auf alle Fälle fahren. Und wie es dann weitergeht, ob ich mich nochmal qualifizieren kann für Paris dann, was ja auch nur noch 3 Jahre sind, das sehe ich dann. Aber im Moment macht es mir Spaß und ich werde nächstes Jahr sicherlich wieder fahren. Spielen wir den Ball gleich weiter, Denise? Ach, ich freue mich jetzt erstmal auf meine Off-Season, ganz ehrlich. Und werde mich jetzt erstmal da holen und dann schaue ich auch. Also wenn man mich jetzt fragt, ob Paris 2024, dann würde ich jetzt erstmal sagen, ist noch ziemlich lang, aber nächstes Jahr habe ich schon noch mal Lust, so weiterzumachen. Und dann schaut man auch noch einfach. Also
wie Michi sagt, man muss einfach schauen, jedes Jahr ist man noch in der Weltspitze dabei. Man kann ja jetzt nicht sagen, oh ja, klar will ich Paris nochmal machen. Man muss ja 3 Jahre auch immer vorne mitfahren. Da muss alles passen und dann muss man schauen, ob man auch jedes Jahr noch das Feuer dafür hat. Und das ist die Voraussetzung. Ich sage mal danke, dass ihr gekommen seid. Quasi wirklich Flugzeug angekommen, eine Nacht zu Hause und dann hier schon wieder rein. Für euch, heute sind sie eingetroffen und deshalb gebe ich euch besonders gern die quasi Goldmedaille von München TV für unsere Sendung Hashtag Wir sind Wiesn, die dann ja als, ich sag mal, wirklich lohnender Ersatz kommt für das ausgefallene Oktoberfest. Auch für euch hier aus der eigenen Patisserie gemacht. Vielen Dank, Denise. Vielen Dank, Michael, dass ihr heute bei uns wart. Sehr gerne.